Das Notrad-Set ist als Zubehör erhältlich. Das Set enthält alle notwendigen Werkzeuge, um unterwegs einen defekten Reifen zu wechseln. Die folgenden Schritte gelten für den Reifenwechsel bei den meisten Modellen. Parken Sie zunächst das Fahrzeug auf ebenem, stabilem Grund und ziehen Sie die Feststellbremse an. Bei Automatikgetriebe dann den Wählhebel auf P stellen und bei Schaltgetriebe den ersten Gang einlegen. Den Motor aus- und die Warnblinkanlage einschalten. Stellen Sie das Warndreieck in vorschriftsmäßigem Abstand auf und legen Sie eine Warnweste an. Die Betriebsanleitung erklärt, wo Sie den Wagenheber finden, wie Sie ihn verwenden und zeigt die Wagenheberansatzstellen. Falls Ihr Fahrzeug über Radkappen verfügt, müssen Sie diese zunächst entfernen, um an die Radmuttern zu gelangen. Verwenden Sie zum Abnehmen der Radkappen die Wagenheberstange. Das Ende der Stange ist eigens dafür geformt, um die Kappen abzuhebeln. Lösen Sie die Radmuttern um eine halbe Umdrehung. Dann das Fahrzeug mit dem Wagenheber anheben, bis das Rad keinen Kontakt mehr zum Boden hat. Entfernen Sie Radmuttern und Rad. Schieben Sie das Rad unter das Fahrzeug. Montieren Sie das Notrad und schrauben Sie die Radmuttern handfest auf. Ziehen Sie dann die Radmuttern mit dem Radmutternschlüssel fest. Ziehen Sie das defekte Rad wieder unter dem Fahrzeug hervor. Senken Sie das Fahrzeug mit dem Wagenheber ab und entfernen Sie den Wagenheber. Ziehen Sie dann die Radmuttern über Kreuz mit dem Radmutternschlüssel fest. Verstauen Sie Wagenheber, Werkzeug und das defekte Rad. Die Radmuttern nach einer kurzen Strecke nachziehen und den Reifenluftdruck möglichst umgehend kontrollieren. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.